Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir müssen jetzt zum Pfad der Tapferen. In der letzten Folge haben wir hier gegen ein Riesenmonster gekämpft, das so einen Titan erledigt hat anscheinend. Oder so ein Titan, das Monster wurde angezogen von dem toten Titanen, sage ich jetzt mal. Und wir haben eine mächtige Klinge erhalten, bloß wir können sie halt noch nicht resonieren. Mal schauen, wie lange das denn dauert. So, ich mache mal das Bildmachgerät wieder an. So, dann schauen wir doch mal. Wir müssen auf jeden Fall zum Pfad der Tapferen. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Weil ihr wisst, der Support ist kein Mord, Leute. So, ich weiß nicht, wo wir jetzt hier hin müssen. Da ist aber eine komische Blume schon wieder. Die haut uns wieder um. Sehen wir hier was? Ne, hier sehen wir gar nichts. Okay, komm, wir hauen mal den hier weg jetzt. Okay, time to take you down. I can take care of myself. Bevor wieder 20 Mobs kommen und die uns hier wegbashen. Okay, so sind sie down. So, wir wechseln aber wieder mal auf Pyra. Ach, da kommen wir wieder nicht durch. Ein Hit! Holen wir die mal hierher. Okay, no, you don't. Time to take you down. We can do this together. Ha! Let's keep this up and we'll win for sure. Jack like your rush down. So that just makes use of it now. Just give me the heads up. No, we lost the upper hand. Auf da. Muscle flash. I wasn't planning on losing today. Not bad for a red tag. My goal is exactly. Too bad, we win. Jaguar smash. Sword back. Go for it. Muscle uppercut. Let us make use of it now. Launch. Good to have you here. Why not? Yeah. You don't stand a chance against us now. Double spinning edge. Eagle. Sure. Why not? Sword back. Your helmet makes okay, it's life, my boy. It's not my fault if you fall out during battle, yeah? Jetzt will ich aber den noch klatschen hier. Okay, bring it on. Ha! Ha! I wasn't planning on losing today.
Revitalize! Blind spot! Sure follow! Let's go! Muscle gotcha. Slash! Double spinning edge! Okay, go for here we go! See ya! That just makes use of it! Healing halo! Why not? Eagle Rush! Now, let's show them what we really need to do! Yeah! Muscle no slash! No one can stop us now! Blind spot! Rush down! Why not? Sword back! Cosmos moving out. Stay still! Double spinning edge! Here! Reach shot! Ha! Here! Sword back! Muscle slash! Blind spot! Here! Here! Double spinning edge! Ah, ich bin wieder nicht durch die blöde Kombo. Let's go! Sword back! Läuft, es läuft. So, okay. Komplett hochkonzentriert bei den Kämpfen immer. So können wir vielleicht gleich runterjumpen. Und die springen einfach runter. Vielleicht geht es ja. Nee, okay, da sind wir down. Oh. Eieiei, sollen wir nicht überleben? Oh. Scheiße. Bäh. Hätte ja sein können, das funktioniert. Let's learn from that, eh? Like a phoenix from the ashes. Hätte ja sein können. Boah, jetzt können wir nochmal den ganzen Weg gehen. Ich hoffe mal, dass die Viecher hier nicht. Ah, die sind natürlich wieder nicht tot. Okay, wir rennen hier einfach durch. Ich hoffe, dass wir sie nicht gleich pullen. Irgendwie sind wir hier falsch. Können wir nicht gleich hierher gehen? Klar, komm, wir reisen jetzt mal hier hin. Vielleicht kommen wir von dort auch schnell. Ja, okay. Alles klar. So, jetzt schauen wir aber nochmal rein mit dem blöden Harmoniegespräch. Das lässt mir keine Ruhe mehr. Das sollten wir eigentlich hier in dem Wirtshaus führen. Aber das geht nicht. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal kurz übernachten. Ich denke, dass wir schon vielleicht ein Level wieder machen können. Ja, können wir. Yeah, I'm feeling stronger than before. Boah, 24, heftig. Guts is all you need. I'm stronger than this, you know. Much, much stronger. Tora feels stronger. Sehr gut.
Did you have a restful sleep? Sehr schön. Nice catnap. Jetzt werden wir doch mal die blöden Musikdinger hier kaufen. Textilienmusik. So, und wie können wir denn jetzt Charaktere? Tasche 1. Kann ich denn jetzt hier... Genau. Tasche. Zeigt mir hier auch jetzt nichts an. Wie komme ich denn darüber? Sich hier hinten vielleicht irgendwie hoch. Klar, ich muss da oben hoch, oder? Und hier runter. Gehe zu Breitmaul. Geh zu dem Breitmaul schnell. Hey, hold still. I thought you were a tough salvager, Rex. Give me a break. Pain is pain, isn't it? How about you? Are you hurt? Don't worry. It's just a scratch. That was on purpose. You were hurting me on purpose, weren't you? Well? I wasn't. Honest. I was just rubbing the lotion in. Rex, you rubbed it too hard. It hurts. Hey, see? You two. Give me a look at that. This. Haven't seen this before. Don't know why a blade would be stuck with a bunch of wounds. And they're exactly the same as Rex's. Incredible. Never heard of such a thing. It's all true. I just thought it was an accessory. Van Damme, that's not my style. Blades are supposed to heal up right away, no matter what the wound. If the crystal's in one piece and the driver's alive, nothing can touch him. So why's she all bashed up? That's just how the chips fell. It is what it is. What it is a problem. It means if one of you kicks the bucket, you both do. You told me that a good driver always protects his blade. So that's what I'll do.
I'm gonna protect her. Easier said than done, kid. Listen, Pyra, she saved my life, brought me back from the dead, so I won't die again. I've got to live for her sake until we get to Elysium, at least. We can make it together. Rex, you mean? Going to Elysium? I can't let that stand. It won't do. A bunch of amateurs stealing the show? The script exists for a reason. Akos! Please speak only when you're spoken to, traitor. Traitor, traitor, traitor! Nia, you're one of the baddies now, you villain! I didn't betray anyone. Then why do you stand with them? You think that is where you belong? But I... Who are these goons? Torna. They're trying to get their hands on Pyra. Torna?! Akos, just tell us what you're here for. Well, the Aegis, of course. I just had to come and see the leading lady with my own eyes. Jin put you up to this. Well deduced. Oh, by the way, his orders were to deal with you in whatever manner I see fit. So, you know what that means. He wouldn't. You're lying! Why the surprise? Did you think he would still care about you? Oh, to live in your reality. Ow! Well, well. Your part in this play is coming to an end. So, time for you to shuffle off the stage. What's wrong? I know the name Torna. They've taken the lives of too many drivers, including some of my crew, good people. Rumor says it's because they're collecting core crystals. So, if this Akos is one of them... You! Zuo! Get everyone out of the village! Yes, sir! You ready? Ready. Got it. Thanks for this. Okay, dann werden wir mal wegboxen. It'll be tough. His blade, Babrona, she can manipulate the ether in the air. It lets him counter elemental attacks by generating fields for the opposing element. Finally! A decent opponent for a change! Let's go! Tipps, wir haben, sieh dir deine Meistergefährten im Kampf. Sind deine Meistergefährten im Kampf eine große Hilfe? Du hast noch gar nichts gesehen. Warte einmal, bis ihre Kräfte in einer Angriffskette vereinen. Sehen wir uns zuerst die Gruppenleiste oben links an. Kampfunfähigen Gefährten auszuhelfen ist nicht ihr einziger Zweck. Wenn alle drei Segmente der Leiste aufgefüllt sind, kannst du losdrücken, meine Angriffskette zu starten. Okay, warum bin ich nicht gewusst? In einer Angriffskette führst du nacheinander die Spezialtechniken aller aktivierten Klingenpartner aus. Zum Beispiel kannst du erst die Spezialtechnik von Rex Klinge Pyra, dann die von Nias Klinge Dromach, danach Thoras Klinge Poppy auswählen. Wenn alle einmal an der Reihe waren, ist die Runde vorbei. Deine Angriffskette kannst du durch die Spezialtechniken deiner Klingen die Elementarkugeln der Gegner zerstören. Greife mit einer Spezialtechnik des entgegengesetzten Elements an, um sie leichter zu zerstören. Ein Elementarbruch fügt dem Gegner großen Schaden zu. Ach du Heilige. Überlege also gut, in welcher Reihenfolge du deine Klingen zu Hilfe rufst und sie ihre Spezialtechniken ausführen lässt. Dadurch deine Angriffskette wird die Gruppenleiste durch die Leiste voller Elementarbruch ersetzt. Ach du Kacke. Diese Leiste füllt sich mit jedem zerbrochenen Elementarkugel. Ist sie vollständig gefüllt, findet ein sogenannter voller Elementbruch statt. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, wird der Schaden, den deine Gegner dadurch erleiden, enorm sein.
Wie bereits erwähnt, werden Elementarkugeln durch Klingenkombos der Stufe 3 erzeugt. Okay. Statten wir nun einmal Arkos mit einer Wasserkugel aus. Denk daran, um die Kugel leichter zu zerbrechen, nutze einfach die Spezialtechnik des entgegengesetzten Elements, in diesem Fall also Feuer. Deine Gruppenleiste wird jetzt vollständig gefüllt sein. Drücke einfach Plus, um die Angriffskette zu starten. Pyra? Pyra! Excellent! Van Damme, your turn! Step aside! Deathwish! Elemental Burst! Mia! You're up! Oh, was muss ich jetzt hier nehmen? Erde? Ich weiß es nicht! Gromek? Raging Tiger! Excellent! Ursula! I try my hardest! Excellent! Van Damme, your turn! Step aside! Blow away! Mia! You're up! On it! Müssen wir eigentlich sie hier nehmen? Cosmos! Switching to plan B. Excellent! Finish! Angriffskette beendet. That's teamwork, mate! Whoa, nice! Leave it to me! You really get my goal! Stay still! Shadow cut! Sword back! Let's go! Gotcha! Go for it! Let's do this! Okay. Lebrona! Sure! Shall defend you to the last, my lady! Fine spot! Yeah. You don't stand a chance against us now! Double-spinning egg! Make haste and retreat! What? No, I'm on fire! Your future is already written! Equalize! Final! The major part of every hero! Flash of steel! Shadow cut! Amazing enemy force! Sword bash! No effect! Muscle shot! Flash of steel! Why not? Go for it! Now you'll see what fire can do! Great combo! Good stage! Fewer! Awesome! Yeah! Bon couple! Why not? What shape? Good idea! Boom! Should have followed the script. Mein Gott, ist das ein Haufen Zeug, was man hier beachten muss. Such an honor, sharing a stage with the legendary Aegis! Why would the driver? It seems that they're taking each other's damage somehow. So that means that the Aegis is a mere mortal right now. In that case, a little more damage, and she'll be easy to deal with. Pyra! Kids these days, I swear. Can't leave you alone for a minute. Could use a hand? Leave it to me. I'll take this dog down! What's happening? What? The ether flow's disturbed. How am I supposed to deflect now? You and your fancy moves. You lack grit. Just too many of these bit players.
My interest has waned. Abrona, perhaps it's time for another tale. Sure. Du bist ein Feigling, haut einfach ab. Pyra! How is she? She's not badly hurt. Dromark thinks she just needs rest. That's good to hear. Maybe. I used too much power again. Hey, Rex. Hmm? Know what the difference is between me and that Akos fella? Well, he's a bad guy trying to get Pyra. And you're... not? Thanks for the vote of confidence, kid. What if I told you that we weren't that different? Huh? My crew at the village, we think we're fighting for justice. But a just fight? I'm telling you now, there's no such thing. What people call justice, it's just an excuse to fight. War is war. The more you stand up for yourself, the more people want to fight you. Before you know it, you're in a war. Listen, all I'm saying is, we've got our fight, and he's got his. But what he's doing is... yeah, it's bad. But war ain't about right and wrong. Power. That's all it is. And power can take many different forms. It depends on the heart of its wielder. If we don't use our power, just because we're scared of it, we're done for. As for who's right and who's wrong, no one knows for sure. So all we can do is protect what's important. I think I understand. We all got our own war, kid. My war? Good morning. Pyra, feeling better? Yeah, I slept so much. Good. Glad to hear. Also, Nia's got something to talk to you about. She does? Yeah. Go ahead, Nia. Rex, I want you to come help me. Come where? To Vandam. I need to tell him about my past with Akos and all that lot. Ah, sure. If you'd like me to, I will. Thanks. Nia originally said she was going to go alone. But I said maybe it'd be better if you went along too. Maybe I should explain. Vandam, he kind of scares me a bit. Ha ha! I get it. So, die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Okay, da haben wir unsere alte Gruppe wieder. Aber jetzt warte mal. Oh, unsere Heilerin. Wir haben heute dann keinen Tank mehr, gell? Ja komm, wir lassen es mal so. Zeit für eine Pause. Demnächst. Okay, also ich konnte nicht lesen. Gehe zu Breitmarschellen in Moraya. Schauen wir doch mal, was er zu erzählen hat. Der Gute.
Oh, it's you guys. What got you out of bed so early? Nia? Thanks for yesterday. You saved our skins. That guy, Akos, I mean. I wanted to tell you about him. You see, thing is, we used to be... Being a mercenary, you meet all kinds of different folks. Huh? Your country, family, money. People got plenty reasons to fight. Like fighting for a special girl. I see that a lot. Though not every girl has a strange crystal in her chest, eh? You mean Pyra? We're just... Nia, you're with these guys right now. That's what matters. But aren't you... Anyway, Rex, weren't you saying you wanted to get to Elysium? Yeah, but we hit a snag. With a monster like that in the way, it's impossible. No guild ship's getting close to it without going down. Well, I've got an old mate in the Orion capital. Got a feeling he might know a way through. Really? Yeah. I gotta go there anyhow, so I could introduce you. Van Damme, thank you! Nah, it's destiny or something. Don't sweat it. Get your stuff together and meet me by the village entrance. Okay, Leute, ich würde sagen, machen wir aber einen Cut an der Stelle und schauen halt in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ob wir zu der Urianischen oder Uranischen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ob wir zu der Hauptstadt kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch genauso gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.